Das ist der Guide zum Party-Blackshrine-Boss Knabe in Blau. Der Knabe in Blau lässt sich nicht wie die anderen Party-Blackshrine-Bosse bekämpfen, stattdessen gilt es, Rätsel zu lösen. Insgesamt gibt es 6 verschiedene Rätsel, die in unterschiedlicher Reihenfolge auftreten können. Ihr müsst jedes Rätsel jeweils einmal erfolgreich absolvieren. Die Wahl der Auren bei diesem Boss ist sehr speziell und sollte daher mit Bedacht gewählt werden. Für jeden Spieler, der die Sonnenaura wählt, reduziert sich das Leben der angreifbaren Ziele. Für jeden Spieler, der die Mondaura wählt, verlängert sich das Zeitlimit jeder Prüfung. Und für jeden Spieler, der die Erdaura wählt, erhöht sich die Anzahl der erneuten Versuche jeder Prüfung jeweils einmal. Habt ihr eine Prüfung richtig abgeschlossen, kommt eine Textbenachrichtigung mit "nicht schlecht". Habt ihr hingegen eine Prüfung falsch abgeschlossen, erscheint der Text mit "seid ihr bereit". Die Spiegelmechanik. Der Text könnte die Spiegelung der Wahrheit im stillen Wasser sehen erscheint. Der Boss erscheint in der Mitte. Auf der einen Seite vom Boss erscheinen kleine runde Flächen. Auf der anderen Seite erscheinen ebenfalls diese kleinen runden Flächen, allerdings immer mit einer Kopie von dem Boss selber. Diese Kopien gilt es schnell zu töten. Anschließend färben sich die Flächen von Blau zu Gold und insgesamt 5 Kopien bleiben übrig. Nun stellt sich jedes Mitglied der Gruppe auf der gegenüberliegenden Seite exakt so hin, sodass man die Kopien spiegelt. Die Gleichgewichtsmechanik. Der Text "Das Gleichgewicht von Sonne und Mond beginnt" erscheint. Auf der einen Seite haben wir eine gelbe Sphäre, auf der anderen Seite haben wir eine lila Sphäre. Dazwischen befindet sich ein blauer Ball und in der Mitte der beiden Sphären befindet sich ein grüner Kreis. Ziel ist es, die blaue Kugel so lange wie möglich im grünen Kreis zu halten. Indem man Schaden an die Sphären verursacht, zieht man die Kugel zur beschädigten Sphäre. Nutze ich Skills auf die lila Sphäre, bewegt sich der blaue Ball in Richtung der lila Sphäre. Nutze ich Skills auf die gelbe Sphäre, bewegt sich die Kugel in Richtung der gelben Sphäre. Hier ist die Schadenshöhe entscheidend. Grundsätzlich spielt man das 1:1, aber sicherheitshalber platzieren sich die anderen Spieler ebenfalls auf die jeweilige Seite und hauen mit auf die gegenüberliegende Sphäre, falls sich die Kugel zu schnell in die andere Richtung bewegt. Die Kumiho-Mechanik. Der Text "könnt ihr zwischen richtig und falsch unterscheiden" erscheint. Anschließend erscheinen sehr viele Kumiho-Füchse. Manche davon sind falsch und manche davon sind richtig. In gewissen Abständen nutzen diese Kumihos einen Feueratem. Ihr stellt euch jedes Mal in diesen Atem hinein, erhaltet ihr durch diesen Feueratem Schaden, handelt es sich um einen richtigen Kumiho und ihr geht weiter. Diesen Kumiho wollen wir in Ruhe lassen. Erhaltet ihr keinen Schaden, sind diese Kumihos falsch und diese möchtet ihr töten. Achtet dabei, dass ihr die falschen Kumihos backattackt. Sie sind wirklich sehr tanky und lasst für jeden Spieler idealerweise immer ein Kumiho links und rechts übrig und rotiert mit der gesamten Gruppe immer im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Die Labyrinth-Mechanik. Der Text "lässt sich im Angesicht von Gier unermüdlich die Vernunft verfolgen" erscheint. Alle Gruppenmitglieder stellen sich nun in die grüne Fläche beim Boss in der Mitte auf. Nach kurzer Zeit werden alle gestunt. Während ihr schon gestunt seid, erscheinen 5 Kisten mit jeweils einer gelben Säule. Diese Kisten sind versteckt hinter blauen Flammen, die die Labyrinthwände darstellen sollen. Jeder sucht sich eine Kiste aus und folgt diesem Weg. Aber Achtung, die blauen Flammen, die die Labyrinthwände darstellen, verschwinden nach kurzer Zeit. Das heißt, ihr müsst euch diese Wege merken. Ein sehr wichtiger Hinweis und ein sehr wichtiger Tipp. Sobald ihr gestunt werdet, müsst ihr die W-Taste gedrückt halten und dürft, bis ihr die Kiste erreicht, nicht mehr loslassen. Sobald ihr einmal stehen bleibt, schlägt die Prüfung fehl. Das war der Hinweis und nun kommt der Tipp zur Aufstellung. Der Boss in der Mitte hat eine ganz bestimmte Blickrichtung. Der erste Spieler nimmt die Kiste, auf die der Boss hinschaut, oder die erste Kiste, die rechts von dem Boss erscheint, falls in seiner direkten Blickrichtung keine Kiste entsteht. Spieler 2 nimmt im Uhrzeigersinn die nächste Kiste. Spieler 3 im Uhrzeigersinn die nächste Kiste. Der fünfte und letzte Spieler nimmt die Kiste von der Blickrichtung des Bosses auf der linken Seite. Und der vierte Spieler nimmt die Kiste zwischen Spieler 3 und 5. Der vierte Spieler orientiert sich hierbei an der 5, da man so weniger Kisten abzählen muss. Die Sphärenmechanik. Der Text "könnt ihr jegliches Schicksal akzeptieren" erscheint. Nun erscheinen 5-mal jeweils 2 Sphären rund um die Arena. Jeder Spieler schnappt sich ein Sphärenpaar und wartet. Der Boss schießt nun auf alle Sphären Kugeln ab. In dem Moment, wo die Kugel in die Sphäre eindringt, möchten wir die Sphäre zerstören. Auto-Tags eignen sich hierfür am besten, denn die Kugeln kommen ganz häufig versetzt an. Das heißt, erst die eine Sphäre und dann sofort die zweite Sphäre. Diesen Vorgang müsst ihr oft wiederholen und für jedes versagte Mal erscheint der Text mit der Anzahl der Chancen, die ihr noch habt. Ihr könnt euch also einige Fehler erlauben. Wenn ihr die Sphäre richtig zerstört habt, verschwindet die Sphäre mit der Kugel gemeinsam in einem goldenen Staub. Wenn ihr sie falsch gespielt habt, entsteht ein rot-schwarzer Schleier. Die Druckplattenmechanik. Der Text, wenn man allein steht, muss man sich abstützen können, um die Antwort zu finden, erscheint.
Es entstehen nun über die gesamte Arena unterschiedlich große blaue runde Flächen. Die Größe hat hier nichts zu sagen. Diese blauen Flächen färben sich gelb und eine gelbe Kugel in der Mitte der Fläche entsteht, sobald sich genügend Spieler in der Fläche befinden. Es gibt 1 Spieler, 2 Spieler, 3 Spieler, 4 Spieler und 5 Spieler Flächen. Sobald man die gelbe Kugel sieht, möchte man diese schnellstmöglich zerstören. Man kann als Spieler auch von außen helfen. Idealerweise teilt ihr euch 2-2-1 diagonal auf. 2 Spieler an der einen Ecke, 2 Spieler auf der gegenüberliegenden Ecke, 1 Spieler für sich und man klappert so schnellstmöglich im Uhrzeigersinn alle 1er und 2er Druckplatten ab. Sobald man merkt, dass nicht mehr viel übrig ist, gesellt sich der 1er Spieler zu einem der beiden 2er Gruppen und versucht 3er Druckplatten zu finden, bis man sich zum Schluss als 5er Gruppe wieder zusammentut und sucht so die übrig gebliebenen 4er und 5er Druckplatten ab. Ein großer Tipp hierbei ist, einige dieser runden Flächen bilden eine Schnittmenge. Man möchte sich nach und nach auf die Schnittmenge stellen und man so gleichzeitig mehrere Flächen prüfen kann. Wenn ihr am Ende alle 6 Rätsel erfolgreich absolviert habt, entsteht eine große Kiste mit wieder einer gelben Säule. Diese müsst ihr jetzt zu 5 schnellstmöglich zerstören und herzlichen Glückwunsch zum Abschluss vom Knaben in Blau.